Heute spielen wir das offizielle Skibidi Toilet Spiel und wir werden heute die schlechtesten Spiele von Skibidi Toilet spielen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dran, es werden euch lustige Spiele erwarten zu Skibidi Toilet. Wir starten nämlich, Leute, mit dem Spiel Skibidi War Toilet Attack und Leute, das hier ist wirklich das offizielle Spiel. Jetzt kann ja jeder sich runterladen, es ist keine Werbung hier. Das werden wir auf jeden Fall mal testen, wie das Ganze ist. Ich bin mal sehr gespannt und wir starten erstmal in eine Runde rein, Leute. Oh, Captain Cameraman schreibt, du hast die Horde alarmiert. Sei vorsichtig, Soldat. Ah, keine Panik. Sie sind schon durch. Okay, oh, okay, warte mal. Wait, ist da einer? Oh, yo! Oh mein Gott. Alter, warte, ich hab grad die Toilettenspülung gehört. Oh mein Gott. Yo, yo, wow, 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 wow. Oh mein Gott, Alter. Hilfe! Warum sind da so viele? Nein, ich komme nicht weiter. Hilfe! Bro, was? Warum ist das so schwer? Okay, Alter. Okay, ich glaube, Leute, wir müssen uns auf jeden Fall upgraden dafür. What? Was ist gerade passiert? Warte, ich habe 1000 Coins, sehe ich gerade. Ich glaube, damit upgrade ich mal ein bisschen was. So, wir machen mal die Coins verbessern. Die haben auch sogar Waffen. Oh, AK-47 haben wir hier. Beste Reichweite hat die. Wait, es gibt noch eine Map? Oh, okay. Ich glaube, Leute, die werden wir auch noch austesten gleich. Und es gibt einen Shop mit verschiedenen Skins. Okay, wir haben hier einmal, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich der Subwoofer-Man. Dann haben wir den normalen Cameraman. Oh, der ist auch kostenlos. Der ist auch gratis. Der auch. Und der auch. Oh, Alter. Okay, ich glaube, Leute, wir nehmen jetzt einfach mal den ganz normalen Cameraman. Mit dem spielen wir jetzt. Und unsere Gesundheit upgrade ich ein bisschen. So, Leute, jetzt sollten wir das hinbekommen. Okay, noch einmal. So, nachladen gleich. So, okay. Wir müssen auf jeden Fall ständig in Bewegung bleiben. Jetzt schauen wir uns an. Da hinten ist es. Gib mir die Toilette. Nimm das. Let's go. Alter, was war das gerade für ein Voice Crack? Oh mein Gott. Yo! Oh mein Gott, das sind ja so viele! Hilfe! Okay, ich krieg euch. Ich krieg euch. Keine Sorge. Ich krieg euch alle. Yes, let's go. Let's go. Denkt dran, das ist erstmal Welle 1. Okay, ich glaube, das... Ah, das hat mich geheilt. Let's go! Welle 1 geschafft, Freunde. Okay, das ist nicht schlecht. Oh, oh. Da. Hey, der ist direkt gespawnt. Oh, okay. Leute, hier liegen Münzen auf dem Boden. Cool. Erstmal die Münzen aufsammeln. Geld, 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 Geld. Oh, oh mein Gott. Okay, Leute. Ja, was passiert gerade mit dem Bus? Die Skibidi Toilets haben den ganzen Bus einfach bewegt. Oh, okay, Leute, übertreibt mal nicht. Bald fertig. Ey, ich brauche eine andere Waffe, Freunde. Ich brauche eine andere Waffe, die ist nicht so gut. Erstmal Heilung und Münzen sammeln, Freunde. Okay, wir machen uns nicht schlecht. Zweite Runde läuft gut. So, wir brauchen irgendwas anderes. Ich schaue mich mal um, Leute. Oh, oh, Boss? Warte mal. What? Was ist das für ein Teil? Es ist einfach der Spinnen-Skibidi-Toilet mit einem Heiligenschein obendrauf, weil den haben sie einfach on top gesetzt. Ah, eine andere gigantische Toilette. Jetzt habe ich alles gesehen. Bro, jetzt habe ich auch alles gesehen, ey. Okay. Oh nein. Was will es tun? Mich erschrecken? Ha. Ja, man lacht auch so. Ha. Ha. Oh mein Gott, Leute. Ich brauche aber eine bessere Waffe. Nein. Ich höre ihn einfach Skibidi Bob sagen. Ey, hör auf, Skibidi Bob zu sagen. Warte, ich schieße mal drauf. Oh mein Gott. Leute, warte, das Ding hat einen Laser, oder? Oh mein Gott. Jo. Nein, 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 nein. Okay, komm, 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 komm. Let's go. Ha. Meinst du, er bewegt den Bus? Yo, er bewegt den Bus. Oh, yo, 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 yo. Oh. Oh. Alter, wie einfach war das denn? Yo, wir haben gewonnen, Alter. Wir haben 21 Skibidi Coins. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall eine neue Map freigeschaltet. Und zwar die Skibidi Toilet Fabrik. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich würde sagen, die wählen wir mal aus, Leute. Es wird natürlich bestimmt mit der Zeit neue Updates geben, neue Maps und so weiter. Und yo, mit 3000 Coins, Leute, kann ich mich erstmal ordentlich upgraden. So, da würde ich sagen, Leute, let's go. Die haben eine ganze Stadt hinter ihren Dings gebaut. Jetzt kümmere dich darum. Toiletten werden irgendwann aussterben. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ich möchte nicht ins Steinzeitalter gehen. Please. Cameraman, ich weiß, ihr hasst die Skibidi Toilets. Aber ich brauche sie auch für einen gewissen Zweck. Ich hoffe, ihr auch. Also schreibt bitte einfach Toilette in die Kommentare. Und habt ihr schon Like und Abo da gelassen? Tut's mal gerne jetzt. Okay, dann laufen wir mal hier umher. Oh, die Map sieht auf jeden Fall größer. Okay, ich höre auf jeden Fall ein paar Skibidi Toiletten. Da sind ein paar Skibidi Toiletten. Und wait,
Wait, Leute, nein. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ey, erstmal, die Typen können Autos schieben, das ist nice. Okay, ich glaube, ich bin in eine Sackgasse gedreckt. Oh mein Gott. Nein. Hilfe. Oh, was ist das? Eine Shotgun. Oh Gott. Yo, Leute, ist euch das gerade auch aufgefallen? Alter, was? Ich habe eine Shotgun dazu bekommen. Boah. Let's go! Okay, die ist auf jeden Fall heftig. Hier gibt's kein Vorbeikommen. Wo ist denn die letzte Toilette? Wo ist die Skibidi-Toilette? Hello? Ich such dich. Der muss hier irgendwo versteckt sein. Wait. Oh mein Gott, Leute, ich bin out of map. Ich bin aus der Map draußen. Yo! Okay, lass mal ein bisschen die Map erkunden, Freunde. Let's go. Okay, wir haben hier eine Straße. Die führt erstmal ins Nichts und... Oh nein! Yo, jetzt falle ich in den Boden rein und, yo. Leute, wo bin ich hier? Okay, ich habe das Spiel nach ein paar Minuten schon zum Glitchen gebracht. Okay, ich muss das Ganze mal neu starten, aber jetzt, Leute, ganz kurz. Warum sehen diese Toiletten ein bisschen aus wie, Sheldon Cooper? Ist das Big Bang Theory oder so? Oh mein Gott, ich bin fast down, Leute. 30 Leben nur noch. Komm schon, na los. Triff sie. Oh, Heilung, ganz wichtig, okay. Ein bisschen Heilung bekommen wir hier. Wo ist denn die letzte Toilette? Die ist nur weg. Wait, wow. Hey, ich habe da einfach eine unsichtbare Skibidi-Toilette gefunden. Okay. Oh, Hilfe, Sheldon Cooper. Nein, lass mich in Ruhe. Oh mein Gott, was? Jetzt kommt schon der Boss. Ey, yo. Oh, das ist ein großer, make it, no, wait, wow. Bin ich gerade mitten in der Cutscene gestorben? Cameraman, never die! Und ich bin genau gestorben! Ah! Was? Ich konnte mich nicht mal bewegen in der Cutscene! Oh, Leute! Game of the Year, Leute! Oh, neue Waffe freigeschaltet! SMG! Wow! Okay, ich glaube, Leute, ich weiß ungefähr, wo die letzte Skibidi-Toilette ist hier versteckt. Also, falls ihr das Spiel auch spielt, die ist immer hier verglitscht. So, jetzt kriegen wir euch. Sheldon Cooper, du bist down. Skibidi, ihr könnt mich nicht Skibidi-Bidi. Skibidi-Bop. Und wo ist die letzte? Wahrscheinlich wieder hier verglitscht, oder? Ja. Oh, jetzt kommt der Boss. Leute, what? Was ist das für einer? Der fünfköpfige Teufels-Skibidi-Toilet. Okay, no worries. Es wird ein schneller Schiss sein. Okay, na gut. Wenn er so meint. Oh, zack, nimm Damage. Yo! Oh mein Gott. Das war so einfach. Also, okay. Ich muss schon sagen, die Bosse in dem Spiel sind ein bisschen leicht. Aber ja, wir haben auf jeden Fall die beiden Maps geschafft, Leute. Und ich glaube, wir haben sogar auch ein paar Waffen freigeschaltet. Submarine. Oh, man kann die auch upgraden. Not enough Coins. Ich hab doch genug Münzen. Oh, man kann sich die direkt auch aussuchen. Okay, das ist nice. Aber Leute, wir haben natürlich noch ein paar andere Skibidi-Toilet-Spiele. Deswegen gucken wir mal, was es so im App-Store gibt. Skibidi-Toilet. Dann gucken wir mal nach. Okay, einmal Roblox. Skibidi War, Skibidi Toilet Scary Escape. Okay, das sieht nach einem Horrorspiel aus. Wisst ihr was? Lade ich runter. Let's go. Oh, man muss das Ganze in der Querperspektive spielen. Alles klar. Wait, dann würde ich sagen, Leute, dafür packe ich mal den Greenscreen aus. Leute, warum ist das Spiel auf einmal so gruselig? Okay, wir spielen jetzt, Leute, Skibidi Toilet, das nächste Horrorspiel. Und mal gucken, was für Optionen wir haben. Quality, High, ja. General, Sensitive, Shadow. Oh, Leute, let's go. Wir machen am besten alle Grafikeinstellungen. Alles. Alles machen wir an. Okay, jetzt geht's los. Und wir sind hier in einem Raum, Leute. Wir sind, glaube ich, in den Backrooms. Okay, yo. Wait, war das gerade? Ich dachte gerade, Leute. Boah, Alter, haben wir hier Raytracing-Grafik oder so? Okay, das sieht nicht schlecht aus für ein Handyspiel. Und hier haben wir verschiedene Toiletten und, ich kann mich irgendwie bei den verschiedenen und nicht... Leute, da ist auf jeden Fall ein Kopf drin. Warum hat der Kopf rote Augen? Erinnert mich ein bisschen an X-Faktor, an diese roten Augenfolge. Kennt ihr die noch? Okay, wir untersuchen das mal. Hm.
Was ist das? Bro, sein Kopf bewegt sich nicht. Es bewegt sich einfach nur so drumherum. Okay, alles klar, Leute. Das sieht sehr, sehr merkwürdig aus. Wow, okay, die Atmosphäre jetzt hat sich plötzlich gewandelt. Warum ist das? Oh, yo, wir können auch sprinten. Okay, dann würde ich sagen, warte mal kurz. Hier ist irgendwas. Was haben wir hier? Leute, die Steuerung ist sehr merkwürdig. Was ist das? Hint. Oh, das ist ein Labyrinth, Leute. Ah, okay. Wir starten da unten und wir müssen es schaffen, dieses Labyrinth bis zum Ende zu schaffen. Boah, das ist schwer, Leute. Das ist schwer. Okay, ich weiß nicht, ob ich das Ganze jetzt so austesten will. Wir sprinten erstmal hier durch. Oh mein Gott, Alter, ist das gruselig. Oh, yo, jetzt ist es noch gruseliger, wenn ich das Licht ausmache. Alles klar. Okay, ist die Tür offen? Ist die Tür auf? Nein, die ist geschlossen. Okay, da gibt es kein Durchkommen. Steuerung ist... Oh, das Geräusch von der Tür war so gruselig ekelhaft. Oh mein Gott. Ey, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich ein bisschen bedrückt hier in dieser Situation. Okay, links oder rechts? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich gehe mal links. Ich gehe mal links. Okay, Leute. Ah, ja. Bro, was? Alter, ich hab grad Gänsehaut. Wie kam dieser Jumpscare auf einmal? What? Oh, endlich geht's wieder noch los, Leute. Also wir spawnen wieder rein. Und jetzt haben wir mal... Ich guck mal, ob das Labyrinth genau die gleiche Location nochmal zeigt. Ja, es sieht... Nee, es ist ein anderes Labyrinth. Es ist diesmal ein anderes Labyrinth. Okay. Kann das Ding denn auch tracken, wo ich gerade bin? Okay, so. Alles klar, wir gucken mal nach. Nein, es kann leider nicht zeigen, wo wir gerade sind. Jetzt gucke ich mal, ob ich diese Tür öffnen kann. Ah, oh, es ist die gleiche Tür wie letztens. Okay, Freunde, der Jumpscare war auf der linken Seite. Dann darf ich auf keinen Fall dort jetzt wieder lang gehen. Also, wir gehen diesmal nach rechts, ne? Wir gehen dieses Mal... Wobei, ich will mal kurz diese Tür abchecken. Ich will mal wissen... Die öffnet sich auch, Leute. Oh mein Gott, es ist hier dunkel. Oh, das ist... Ey, das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Okay, hier haben wir auf jeden Fall noch mehr von den Stacheln. Da dürfen wir nicht erwischt werden. Holy moly, Leute. Was ist denn jetzt hier los? Das ist ein Spiel fürs Handy. Ich meine, es macht's leichter. Es macht's leichter. Wenn ich das jetzt auf einem großen Display sehen würde, ich würde mich richtig... also so wie ihr das gerade seht, ich würde richtig Angst haben. Da ist ein Schlüssel. Okay, wo bringt mich der Schlüssel hin? Hoffentlich nicht so... Oh, man, wo ist denn... Die sind ja überall. Das ist ja richtig das schwere Spiel. Oh, nee, nein. Nochmal gucke ich mir die Werbung nicht an. Leute, wir skippen zum nächsten Spiel über. Oh mein Gott, da ist ChuChuChild sogar mit dabei. Oha, so eine Kooperation mit ChuChuChild und Skibidi Toilet wäre echt was Cooles. Yes, yes. Okay, Singleplayer. Yes. Level 1. Adloading. Nein. Nein, nein. Ich habe doch gerade eine Werbung gesehen. Warum wollt ihr mir gerade noch eine andrehen? Okay, lass mich raten. Ich suche jetzt eine Waffe aus. Okay, ich nehme jetzt einmal mal die hier. Ne? Next. Okay, ist egal. Ich nehme, was ich will. Game Loading. Ah, ohne Werbung. Okay, Freunde. What? Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall hier auf einer Map und suchen das Skibidi Toilet. Währenddessen wird mir oben einmal Pokémon Go Werbung angezeigt. Weißt du was? Blenden wir diese Werbung mal aus. So, okay, ich weiß gerade, ich höre die ganze Zeit diese Skibidi Toilet Musik. Oh mein Gott, da ist sogar welche. Oh, nimm das Skibidi Toilet. Nimm das. Boom. Und du auch. Boom. Ist das Gesundheitstruck? Ich glaube, das ist ein Lebenstruck, oder? Oder das soll ChuChuChild sein. Der sieht ja überhaupt nicht aus wie ChuChuChild. Und ey, wer ist das? Ist das Wednesdays Schwester oder so? Skibidi Bapap. Yes, yes. Skibidi. Alter, ihr macht ja gar nichts. Wow.
Ist der gerade explodiert? Das ist einfach nur ein riesiger Schatten. Kills 12 von 12. Ja, Bro, wo soll ich denn hin, ey? Hä? Ah, da sind Leute. Da sind Gegner. Nein, warum muss ich gerade nachladen? So, okay. Aber das war keine Skibidi-Toilette. No Scope. Warte. Scope, Scope, Scope. Scopey, Scopey, Scope. Bam, 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 bam. Da, 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 da. Skibidi, bam, bam. Yes, yes. Ich drehe hier komplett durch, Leute. Aber der Beat ist schon sick. Yeah, der geht richtig ab. Leute, der geht richtig ab. Oh, da sehe ich den nächsten. Badababapoi. Badababapoi. Da-da-da-da-da. Okay, kann ich das nutzen? Nee, irgendwie nicht. Okay, Leute, wenn das das Einzige ist und die einfach nur so Toiletten hin platziert haben, die sich nicht bewegen und einfach... Okay. Die einfach so explodieren. Dann würde ich sagen, Leute, testen wir mal die nächste App aus. Und zwar gibt's noch Hans Gibbidi Monsters Test oder so. Let's go. Okay, made with Unity. Let's go. Und wehe, ihr bringt mir noch eine Werbung rein. Bitte, 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 bitte. Aber let's go. Wir sind drin, Leute. Okay. Wait. Okay, die Grafik sieht gar nicht schlecht aus. Ich muss sagen, das Spiel sieht ganz gut aus. Was haben wir hier im Inventar? Okay. Wow! Okay. Alles klar. Hey. Was ist denn das für ein Cameraman? Yay, hui, ich kann springen und ey, yo, White, das war gerade ein Triple-Sprung. Okay, das muss der Oberboss sein. Alles klar bei Ihnen? Yo, halt mal die ganzen Skibidi-Toilets auf. Aber warte mal, warum haben die keine Köpfe? Was meinst du, warum haben die keine Köpfe? Warte, was laberst du? Da sind sie doch, da sind die Skibidi-Toilets. Ich sehe sie, Leute. Da, aber, wait, sie haben wirklich keine Köpfe. Was ist... War das Budget nicht ausreichend dafür? Oh mein Gott, ich habe keine Waffen mehr. I need Munition! Hilfe! Es gibt mir die Toilette, jagt mich! Okay, erstmal nehmen wir alles mit, was wir kriegen können. Ich weiß nicht, wie ich es aufsammeln soll. Oh, die haben zwei verschiedene Waffen. Okay. Ich würde sie gerne aufsammeln, aber irgendwie klappt das nicht. Ah, jetzt geht's. Okay, Shotgun, Leute. Let's go! Lasst uns die Skibidi-Toilets aufhalten. Ist das der Eiffelturm? Warum ist da ein Eiffelturm? Der Eiffelturm ist einfach da, Leute. Ich wusste nicht, dass wir in Paris sind. Wir sind in Paris. Let's go. Okay, oh ja. Oh, okay, jetzt verstehe ich, warum wir in Paris sind. Die Fahrzeuge fahren auf jeden Fall nicht, wie sie sollten. Yo, okay. Die Feuerwehr parkt ihre Autos, by the way, auch so, um Platz zu sparen. Das ist ganz normal, Freunde. Wir sind in Paris. Das ist halt eine andere Welt, okay? Okay, und du wirst auch überfahren von Autos. Das ist normal in Paris. Das ist... Oh, oh, da hinten ist es. Gib mir die Toilette. Bam, bam, bam. Okay. Ich habe sie besiegt. Aber... Oh, ich bin in der Skibidi... Oh, sie ist weg. Boah, ey, Leute. Ich wusste gar nicht, dass Toiletten in Frankreich so beliebt sind, dass sie gleich hier so viele Farben haben, ne? Einfach neue Modenschau. Skibidi-Toilet-Modenschau. Wow. Alter, der ist doch gerade straight durchgecrashed. Doch, ich will einmal zum Eiffelturm. Leute, wenn ich schon nicht in Real Life zum Eiffelturm kann, dann wenigstens in dem Skibidi-Toilet-Spiel. Oh, wie schön das aussieht, Leute. Ich hab's mir ein bisschen höher vorgestellt, muss ich sagen. Also, ja. Und ich wusste auch nicht, dass ein Strand direkt da ist, Leute. Und ja, ich kann auf dem Wasser laufen. Ich bin Jesus. Ja, Paris gefällt mir, Leute. Ist ganz besonders, aber ey. So, zack, warte. Okay, so macht er mir also Damage. Ich feiere die Tatsache, dass wir einfach einen Doppelsprung haben. Das ist richtig cool. Oh mein Gott, ich kann, glaube ich, auf die Dächer springen. Nein. Oh, die goldene Skibidi-Toilette. Und das war sie. Und draufsetzen. Oh, ich bin drin. Hui. Let's go. Bam. Okay, Leute, ich bin gestorben. Ich würde an der Stelle sagen... Das war's, Leute, an der Stelle von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leute, wenn ihr noch ein paar 2 haben wollt, wo wir andere Skibidi-Toilette-Spiele spielen, dann zerstört den Like- und Abo-Button. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.